Hallo Pouring-Freunde, hi Pouring-Friends. Also die Chamäleon-Zellen haben mir so gut gefallen, dass ich gleich noch ein weiteres Bild mit dieser Technik gemacht habe, und zwar eine Spirale bzw. ein Spinnennetz mit bunten Farben. Another painting with chameleon cells. Wie immer habe ich die Leinwand erstmal eingesprüht und wieder trocken gewischt, damit sie mit Wasser gesättigt ist. First off, moistening the canvas as always. Wie ihr seht, habe ich jetzt mal ein anderes Werkzeug benutzt. Und zwar benutzt man dieses normalerweise zum Tomatenschneiden oder zum Zwiebelschneiden. Ich habe es anstelle eines Kamms benutzt, den ich letztes Mal hatte. Ganz wichtig ist auch, obwohl es hier schon losgeht mit den Farben, die Leinwand liegt auf einem Tortendrehteller. Das ist nachher für das Wischen der Spirale besonders wichtig. Ohne Drehteller würde ich das nicht können. Hier nehme ich also im Wesentlichen wieder die Farben des Regenbogens, nur in einer etwas anderen Reihenfolge für mehr Kontrast. Hier hatte ich also nach dem Grün dunkelblau genommen, anstatt erstmal Türkis, um mehr Kontraste im Hintergrund zu erhalten. Auch beim Aufbringen der Farben ist es dann von Vorteil, wenn die Leinwand auf einem Drehteller liegt, dann kann man es gleichmäßiger und einfacher applizieren. Nochmal die äußeren Spitzen mit dunkelblau für den Kontrast. Jetzt kommt das eigentliche Swipen. Ich nehme das Wischwerkzeug, lege es an und jetzt drehe ich das Bild unter dem Werkzeug her, nicht andersrum. Ich hätte sonst niemals es geschafft, es so rund und so regelmäßig hinzubekommen. Die Menge der weißen Farbe ist diesmal nahezu perfekt und am Ende des Kreises habe ich dann natürlich von der Leinwand herunterwischen müssen. Diesmal habe ich mit Coconut Milk gearbeitet, anstatt mit Silikonöl, um das auch mal auszuprobieren. Ich hatte das da in einer Flasche, um es einfacher in die Rinne gießen zu können. Das ist ein Schneidebrettchen mit einer Rinne. Beim Anbringen der Chamäleonzellen wollte ich ganz geometrisch vorgehen, ganz regelmäßig nach dem Schema, das ich euch hier jetzt aufgemalt habe. Zunächst in die vier Himmelsrichtungen sozusagen, dann über Eck und dann jeweils immer dazwischen, sodass am Schluss man ein regelmäßiges Spinnennetz erhält. Hier ist es natürlich auch angenehm, dass man den Drehteller drehen kann, dass man immer die Stelle, an der man arbeiten will, vor sich hat und nicht über das ganze Bild drüber reichen muss und womöglich mit dem Ärmel etwas verschmiert. Das waren jetzt die ersten vier Striche, jetzt kommen die dazwischen, über Eck, und so entsteht nach und nach das Spinnennetz. Ihr seht, die Zellen sehen am Anfang nach nichts aus, wachsen aber schneller. Das Tool eignet sich gut, aber der Kamm war eigentlich genauso gut, vielleicht sogar noch was besser, weil an den Kammborsten blieb mehr Silikonöl hängen und der Kamm war länger. Hier musste ich mindestens zweimal für eine Linie das Tool aufbringen. So, das sieht jetzt aus wie eine Schnecke, ein Schneckenhaus oder ein Spinnweben. Hier habe ich die Ecken nochmal nachgearbeitet mit etwas Dunkelblau, damit das Bild vollständig aussieht und nochmal einen schönen Kontrast ergibt.
Und mein Fazit ist also, ja, wie gesagt, ein Kamm ist besser, würde ich sagen. Das Silikonöl hat eigentlich auch besser funktioniert als das die Coconut Milk. Und bei meinem nächsten Bild werde ich die Farben ganz bunt unten drunter verteilen. Also nicht zum Beispiel wie im Regenbogen der Übergang rot, orange, gelb, sondern immer Kontraste. Rot, blau, grün, gelb und so weiter. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal mit einer neuen Ausgabe von Acrylbilder Gießen. Wenn ihr Fragen habt, einfach kommentieren. Ich beantworte alle Fragen. If you have questions, please comment, please like, please subscribe and we see you next time. Bye!